Hi, herzlich willkommen zu Teil 4 von unserem Zeichentutorial. In diesem Video zeige ich euch, wie das Flatting geht. Das Flatting ist im Prinzip die Vorbereitung oder die Vorstufe für die finale Koloration. In diesem Fall mache ich das in GIMP. Einfach weil ich der Meinung bin, dass es nicht immer Photoshop sein muss. Manche Menschen haben ja auch kein Photoshop. Von daher wollte ich einfach mal zeigen, dass es auch anders geht. Ich habe meine Tuschezeichnung ganz normal in GIMP geöffnet, habe dann eine neue Ebene erstellt. Die Ebene habe ich mit dem Eimer-Tool komplett gefüllt, in diesem Grau-Grün. Also, dass ich erstmal eine Basis habe. Jetzt bin ich gerade dabei, mit dem Lasso-Tool die einzelnen Bildgegenstände auszuwählen und einfach mit der entsprechenden Farbe zu füllen. Das ist manchmal ein bisschen nervig, vor allem wenn man viele kleine Gegenstände im Bild hat. Da kann das schon mal ganz schön lang dauern und auch einem ziemlich auf den Sack gehen. Die Linienzeichnung habe ich auf Multiply eingestellt, dass man praktisch, das Weiß transparent wird und man dann praktisch bloß die schwarzen Linien über dem geflatteten Hintergrund hat, sozusagen. Ich versuche beim Flatten auch schon immer, soweit wie es geht, die Farbstimmung vom späteren Bild aufzugreifen. Einfach weil ich mich dann später beim Shading nicht mehr so schwer tue und dann einfach die Farbpalette schon stimmt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eher ein kühles Bild haben will, mit ein bisschen gedämpften Farben, dann lege ich das auch gleich beim Flatting schon so an. Also ich lege im Prinzip meine mittleren Farbtöne, lege ich beim Flatting an und beim Shading lege ich dann im Endeffekt bloß noch die Hotspots, also die helleren Stellen und die Schatten halt an. Die Farben an sich ändern sich nicht mehr dann so wirklich. In manchen Fällen kann man noch zurückrudern und mal ein bisschen experimentieren und schauen, was besser ist. Aber im Prinzip, so die Farben, die ich beim Flatting rausbekomme, benutze ich meistens dann schon für die finale Koloration. Jo, ich denke, das war's dann auch eigentlich schon. Und im nächsten Video geht es dann weiter mit der finalen Kolo oder dem Shading.